Boah, sieht das so nett an. Ist das schon anders? Bitte? Ja, ja, bitte? Ja. Ja, das ist gut. Auch gleich die Begrüßung anfangen. Ich hatte erst rein. Okay. Dann müsst ihr erstmal zurücklegen. Ja, herzlich willkommen zum neuen Jahr. Alles Gute nochmal. Happy New Year. Haben wir uns heute schon gegenseitig gewünscht. Aber herzlich willkommen auch zum Auftakt in das neue Jahr sportlich hier im Trainingslager in Doha. Viele kennen das, viele waren schon dabei. Ich darf unseren Cheftrainer gleich zu Beginn begrüßen. Hansi Flick gibt die erste Pressekonferenz, begleitet von Ramon, unserem Übersetzer, den wir schon aus dem letzten und vorletzten Jahr kennen. Ja, herzlich willkommen. Er wird ins Englische und Deutsche zurück übersetzen. Und ich darf natürlich neben euch auch die lokalen Medienvertreter begrüßen, die uns begleiten. Vielen Dank fürs Kommen und für die Treue, denn einige erkenne ich, viele waren im letzten Jahr auch schon da. Ja, bitte, wenn du das schon mal übersetzen könntest, Ramon. Happy New Year to everyone. We're happy to be here with our head coach, Hansi Flick, for his first press conference of this season. We've seen some of you. We'll have consecutive translation, German, English, English, German. And happy also to welcome the local media here among us. Dankeschön. Dann legen wir los. Hansi, mit euren Fragen bitte. Wer stellt die erste Frage? So we start with the questions. Manuel Bunke. Oh, sorry. Sehe links schlecht. Ohne. Wir haben schon gerätselt. Und schön laut. Ja, wir haben vorher gerätselt, Herr Flick. Sie würden uns verkünden, was mit sehr Schnabel und Not ist auf der Pressekonferenz. Sie haben es gerätselt, oder? Ja, wir haben gerätselt. Ja. Sound habe ich nicht mitbekommen. Also ja, ein bisschen laut. Warum Serge Gnabry nicht mit trainiert hat? Gnabry hat im Training gefehlt. Gnabry did not take part in the training session this morning, so this is the question. Ja, er hat Achillessehnenprobleme und wir haben morgen Lauftraining gehabt und da hat er aufhören müssen und deswegen ist er behandelt worden und jetzt müssen wir einfach schauen, wie schnell das wieder vorbei ist, dass man gut geht und wieder trainieren kann. Aber man muss halt aufpassen, auch gerade muss das sehr, sehr ernst nehmen. So actually he started the training this morning and then we noticed that he couldn't continue. So we had to take some precautions and preventive measures. We hope that he's going to be back tomorrow. Dann Torben Hoffmann, bitte. So we heard about the transfer of Alexander Nübel. Is this going to affect the number one, Manuel Neuer, and is it going to cause any turmoil within the Bayern München? Ja, es ist die Situation ist ja dann erst ab 1.7. dieses Jahr, aber es ist natürlich so, ich glaube, Bayern München hat da die Chance genutzt, um einen sehr talentierten Torwart auch nach München zu holen. Oh, das ist, denke ich mal, sehr, sehr weitsichtig. Die Sache jetzt aktuell ist die, dass unsere Tore, die da sind, da muss ich einfach auch nochmal Sven Ulreich, wie ich in den letzten halben Jahr, so wie ich ihn kennengelernt habe, was er leistet, ist schon sensationell. Das macht sehr viel Spaß, ja, weil er in jedem Training wirklich bei 100% ist. Und das habe ich ihm auch schon öfters gesagt. Und es ist einfach auch eine Sache, die, ja, wie soll man sagen, er hat da Vorbildfunktion für viele, die hinten dran sind, die vielleicht nicht ganz nicht zu den Stammspielern gehören. Und das ist für mich das entscheidende Kriterium. Und deswegen bin ich aktuell mit der Torwart-Situation sehr zufrieden. Das andere, was kommt, das ist ab 1.7. ist aktuell nicht mein Thema. Ja. Posten irgendwann mal zu übernehmen, wenn jetzt ein
konträr zu dem, was die Bayern wollen, auch Spieler aus dem Campus so ein bisschen zu fördern und voranzubringen. Wollen Sie erst? Ja. Also the answer regarding the goalkeeper issue. The new goalkeeper is a great talent for Bayern Munich, and he's joining us starting from 1st of July, so this is not a topic of discussion for me now. We have a wonderful goalkeeper situation within the squad right now with Ulreich and Manuel Neuer, and I think that Ulreich has a great role within the team. He's an example for his mates, and this is what makes our team professional. Anything else, it's not a topic for today. Okay, Frage, ja. Zu deiner Frage, es ist einfach so, Konkurrenz belebt das Geschäft und deswegen ist es ganz legitim. Ja. Und ich denke, dass der FC Bayern auch mit Christian einen Plan hat und deswegen ist es einfach auch ganz normal, dass man versucht, natürlich seinen Kader optimal zu besetzen und von daher, finde ich, haben sie das schon sehr gut gemacht. I think competition is good, it's something healthy in the world of sports and also within the club, and everyone has his own opportunity and his chance, and I don't think that it's a challenge for us. Hinten Marc Gabel. Das würde ich so stehen lassen, ja, absolut. So, question regarding the transfer window. We heard that there is a kind of possible move from between Bayern München and Chelsea, and we heard the name of Alaba. Can you confirm? Klaus Bergmann, bist du soweit? Ja. Ohne Mikro. In the Bundesliga, you're behind the competition. Do you think that Leipzig, RB Leipzig, is the main competitor? Ja, also Leipzig sind zu Recht jetzt halt auch Tabellenführer mit 4 Punkten Vorsprung. Die Bundesliga ist ausgeglichen wie nie zuvor. Also von daher ist es spannend, aber ich bin überhaupt nicht beunruhigt. Im Gegenteil. Also ich glaube, die Mannschaft hat in den letzten Spielen einfach gezeigt, auch in der Personalnot, wo wir uns befunden haben, auch, dass sie einfach auch Ergebnisse erzielen kann. Das war gerade die letzten beiden Spiele in Freiburg und gegen Wolfsburg enorm wichtig, dass wir auch zum Schluss dann uns nochmal belohnt haben mit den 3 Punkten, auch mit den späten Treffern. Das gibt natürlich auch der Mannschaft Selbstvertrauen für die Rückrunde. Das ist einfach auch wichtig. Und klar ist die Situation, habe immer gerne alle Mann an Bord. Das ist leider nicht der Fall. Dafür haben wir zu viele Verletzte, zu viel. Wir haben den Kader jetzt aufgefüllt, dass wir natürlich auch die Dinge trainieren können, die wir wollen, auch im 10 gegen 10 Wettkampf nah. Und ich sage einfach, die jungen Spieler machen das gut. Manchmal ist es natürlich auch so, wenn so Situationen sind, dann entstehen natürlich auch einfach Möglichkeiten für so junge Spieler, sich ins Rampenlicht zu spielen. Ja. Und aber hier ist ganz klar unser Auftrag, dass wir diese jungen Spieler ranführen an den Profikader, dass sie irgendwann mal einfach auch da bestehen können, vielleicht auch mal zum Stammspieler werden können. Das ist noch ein weiter Weg bis dahin. Aber jetzt geht es einfach darum, dass wir hier die Automatismen reinbekommen, wir werden intensiv trainieren, das habe ich schon angedeutet. Und ist einfach wichtig, dass wir hier auch mehrere Optionen für unser Spiel bekommen und das werden wir hier intensiv auch trainieren. I guess RB Leipzig is a strong club, strong squad, and I think this season the competition and everything is very well balanced in the Bundesliga. This is something which we haven't had for a long time, and I think also our team, our players are very strong. You saw that in the last two games against Wolfsburg and Freiburg, and the
they were able to win the games. And I think we have many younger players coming up. They are working very hard to join the senior team. And I'm very optimistic towards the future and the season of 2020. Dann dritte Reihe links, ja bitte. Ja, Frage zur Personalie Alfonso Davies, einer dieser jungen Spieler. Der Termin bei Ihnen ja auch jetzt auf der Linksverteidigerposition agiert. Sehen Sie das als seine stärkste Position, seine beste Chance auf den Stammplatz und wird er auch so ein Tick weit umgeschult? Question regarding the back, Davis, whether this is his ideal position or he's trying to get another role, which is not usually his. Also ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe es auch erlebt, ich bin auch ein Offensivspieler gewesen, bin dann als Rechtsverteidiger, praktisch die ersten Spiele, dann auch ins Feld geschickt worden, die ersten Saison und habe mich dann irgendwann wieder auf einer anderen Position gefunden. Aber es ist einfach so, im Moment ist er für uns auf dieser Position absolut wichtig. Ja? Und er hat einfach einen enormen Sprung gemacht in den Spielen jetzt. Er ist für uns teilweise, ich habe es glaube ich auch schon mal gesagt, mehrmals in einem Spiel auch eine Lebensversicherung, einfach durch seine Dynamik und durch seine Robustheit, wo er auch viele einfach Angriffe des Gegners auch dann verhindert hat. Und deswegen ist es eine Position, die im Fußball, im modernen Fußball heutzutage sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube einfach, er ist ja ein Offensivspieler, aber aus dieser Position kann ich natürlich gerade mit seinen Fähigkeiten, mit seiner Qualität, er ist einfach sehr schnell, sehr robust und hat auch einen guten Pass, gute Schusstechnik. Also da aus dieser Position heraus kann ich natürlich vieles auch für die Offensive machen. Und da sind wir gerade dran, einfach, dass wir ihn da auch weiterentwickeln. Und das wäre für ihn, glaube ich, einfach nochmal der nächste Schritt, den er machen muss. Einfach noch mehr so Aktionen wie gegen Freiburg, wo er das Tor von Levi vorbereitet, nach dem, ich sag mal, 60-Meter-Sprint oder 60-Meter-Solo. Das sind solche Dinge, die er kann, einfach seine Fähigkeiten. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir ihn noch mehr da einfach auch, dass er Zutrauen findet, diese Dinge auch zu machen. I think I can tell you from my own experience. I started as a right back and then I had to change and to develop to try to play in different positions. And I think the position where he's playing now is ideal for Bayern Munich. He's doing a great job. He's very strong. He's very talented. He's very quick. And I think we are very happy to have him. You saw him in the recent games. He did a great job and he's been very decisive. And he's an important player for us. Tobias Altscheffel. You said that you want to sign another right back. Can you explain why you have this wish? Also wir sind im Austausch und natürlich auch immer am Schauen, okay, was können wir für den Kader auch noch machen. Ist natürlich in der Winterpause nicht immer ganz so einfach. Deswegen muss man einfach abwarten. Es ist so, Rechtsverteidiger ist einfach auch wichtig, weil du dann mehr Optionen hast. Ja, du kannst einen Benchi dann auch als Innenverteidiger, weil wir haben alle die letzten Spiele noch vor Augen, wo wir natürlich mit Javi, Jerome als Innenverteidiger gehabt haben. Einfach auch, wir noch eine Option mehr, tut uns gut. Lukas ist verletzt, Lukas Hernandez und Niklas Süle fällt noch länger aus. Und bei Lukas muss man einfach schauen, wie die Entwicklung jetzt hier ist, die Fortschritte, was für Fortschritte er macht. Und deswegen wäre es natürlich schön, wenn wir eine Verstärkung haben. Und das ist immer letztendlich das Entscheidende, dass eine Verstärkung für uns ist, dass er sofort weiterhelfen kann. Aber wir sind im Austausch, das klappt sehr gut und Hassan und sein Team, die machen ihre Arbeit. Also von daher warten wir es einfach ab. So I think it's very important to have more options for the team, for the squad. We have different options with Jerome, with Xavi, with Niklas, and Lucas is, as you know, injured, so he's going to be away for a while. So it's always good to have more options on the table for the coach, so we can manage our squad much better. Maximilian Koch. There are some rumors circulating about the departure of Jerome Boateng. Is it confirmed? Also Jerome ist ein Spieler des FC Bayern. Also von daher ist es natürlich auch so, ich beschäftige mich mit keinen Spekulationen. Und deswegen
Da habe ich immer gut getan, auch in den letzten Jahren, auch was andere Dinge betrifft. Deswegen, er ist gut vorbereitet, er hat im Urlaub gut trainiert. Also von daher bin ich einfach gespannt, wie jetzt die nächsten Wochen ausschauen. Aber ich tue da jetzt im Moment keinen Gedanken darüber vergeuden, ob er wechselt oder nicht. Er hat mir nichts angedeutet, wir sind immer im Austausch. Also von daher muss man einfach sehen, was sich entwickelt, aber ich kann mir es aktuell nicht vorstellen. So actually we don't comment on rumors or speculations. Jerome Boateng is a great player, an important player for us. He's ready, he's here and we're still in exchange and there is nothing to add. Dann eben Georg Holzner. Alexander Nübel etwas daran, dass man den Vertrag oder dass der Vertrag mit Manuel Neuer verlängert werden soll, dass sie den verlängern wollen, wird es schwieriger dadurch oder wie ist die Situation? Signing a new goalkeeper, do you think this is going to affect the situation in the contract of Manuel Neuer? Also bin ich falscher Ansprechpartner, aber also was meine Person betrifft, ich denke aktuell, oder mein Auftrag ist es, die Mannschaft bis zum 30.06. zu betreuen. Das mache ich auch. Und was darüber hinaus passiert, ist Sache des Vereins. Sie müssen langfristig planen, nur zu Manuel Neuer. Manuel Neuer ist für mich der weltbeste Torhüter. Also von daher, glaube ich, wird Bayern schon alles dran setzen, dass man ihn weiter verpflichtet. Maybe I'm not the right contact person for this question, but as you know, I'm now in charge of a team until end of June, and I think Manuel Neuer is the best goalkeeper for me, and until then we'll see what's going to happen. Florian Plettenberg. Sie haben ja David Alaba zum Abwehrchef, Abwehrboss ausgesprochen im Interview. Wie muss man das verstehen? Haben Sie ihn in Ihrer Planung bis Saison als Innenverteidiger vorgesehen, oder sagen Sie, wenn jetzt Hernandez zurückkommt, kann er vielleicht wieder auf links gehen, oder bleibt Alaba Innenverteidiger? Do you think that Alaba is going to remain in his position, or do you think that you're going to change his position as long as you have more options on the table? Es geht ja bekanntlich immer nach Leistung, und letztendlich ist es so, dass wir natürlich aufgrund der Situation auch mit Alphonso Davies auf der linken Seite eigentlich ganz gut besetzt sind, und man muss einfach sagen, David macht es sehr gut als Innenverteidiger, defensiv, aber gerade ist immer auch mit Ball, ist er einfach für uns sehr wichtig, weil er viele Optionen hat, viele Möglichkeiten hat, auch das Spiel aufzubauen. Da hat er einfach eine große Palette an Möglichkeiten, die er uns da bietet. Deswegen ist er für uns wichtig. Darüber hinaus ist er auch einer, der eine Mannschaft führen kann. Das hat er ich auch oft gezeigt. Und das ist für mich einfach so auch mit Kriterien, sind für mich Kriterien, damit einer hinten auch als Abwehrchef gelten kann. Und das ist für mich einfach wichtig, dass er die Leistung weiter so abruft, und damit bin ich sehr zufrieden. I think Alaba is very strong in that position. He's a leader of our defense. He has a leadership character on the pitch with the team. Of course, we have Davies is another option, but I think Alaba is doing a great job, and he deserves to be the leader of the defense. Vierte Reihe hinten, Philipp Nagel. Hallo. Danke. Stichwort neues Jahr, haben Sie Neujahrsvorsätze? Sie sind so ein Typ, der sowas hat, rauchen auch, wenn es jetzt ein Thema vielleicht mehr Sport machen. Falls nicht, gibt es sportliche Ziele vor allem im ersten halben Jahr, die verfolgen? Akustisch habe ich nicht verstanden. Das war Neujahrsvorsätze und ob er, also der Herr Flick, sportliche Ziele für das erste halbe Jahr hat. Ah, so what are your sports objectives for the new year, Mr. Hanselblad? Meine persönlichen sportlichen Ziele, also für mich jetzt, für meinen Körper, oder die sind eher bescheiden. Aber klar, das andere ist, wir sind hier bei Bayern München, und da ist es wirklich so, dass immer so, wenn du bei Bayern München Zweiter wirst mit einem Torunterschied, ja, dann hast du auch keine gute Saison gespielt. Das ist auch kein Erfolg. Deswegen ist es wirklich das Maximale rauszuholen, das, was es gibt. Und von daher ist es für mich aber auch immer wichtig. Es ist, ich sag mal, das Gewinnen ist für mich immer nur ein Nebenprodukt. Entscheidend ist das, was wir auf den Platz bringen. Entscheidend ist das, wie wir jedes Training auch hier zeigen, wie die Mannschaft zeigt, wie die Mannschaft von der Einstellung her, ja, von der Leidenschaft eigentlich da auch mitgeht. Das ist für mich entscheidend. Das möchte ich sehen. Genauso wie zum Schluss auch den,
den Teamgeist, den man einfach gespürt hat, den Teamspirit, das möchte ich sehen. Das ist für mich enorm wichtig und das ist für mich einfach auch eine Basis, um Erfolg zu haben. Und das werden wir versuchen, wirklich auch so reinzubekommen, darüber hinaus auch mit einfach sehr viel Selbstvertrauen, Vertrauen in die eigene Leistung. Das ist für mich einfach Grundvoraussetzung, um Erfolg zu haben. I think it's very important to note that when you are second in the Bundesliga, of course, you want to have had a good season. The most important for us is to deliver on the pitch, to show a big performance, and the result is a secondary product. It's coming as a result of our work, and we are doing a great job, working very hard with the players, with the squad, and the performance is increasing and developing, and this is the most important for us. Yes, please, second row. Bayern München ist zum 10. Jahr hier in Doha. Wie sehen Sie die sportliche Infrastruktur hier in Doha, ein Land, das die WM 2022 organisieren wird? Also ich habe jetzt aktuell nur hier das Trainingsgelände gesehen und da muss man einfach sagen, es sind Top-Bedingungen. Als Trainer wünscht er nichts anderes als kurze Wege und natürlich Top-Bedingungen und die hat man vor Ort. Also von daher bin ich sehr zufrieden. So there was a question regarding the infrastructure here in Doha. Doha is going to host the 2022 World Cup, and the answer was, well, I haven't seen much of the country and of the city. I've been here only in the training infrastructure, and I think it's wonderful. Philipp Kessler. So your follow-up question regarding Nübel, he's leaving Schalke, so are we going to see any change within the squad? Ich glaube, das ist eine Frage, die Sie besser ihm stellen sollen. Sie werden ja auch eine Meinung dazu haben. Ich habe auch eine Meinung, aber ich muss nicht immer alles kommentieren. Okay. Ja. Kann ich verstehen, ja. So, no answer. Okay, Daniel Ratjen ist noch aktuell hinten. So you are now the head coach of the team. You have maybe new philosophy, new ideas. Are you influenced by any other ideas or philosophies, or you have the say within the team? Also ich denke, man braucht schon seine eigene Identität. Und man kann sich natürlich in gewissen Dingen orientieren, das mache ich auch. Der Fußball, den erfindet man nicht neu, den gibt es schon ewig. Und auch mit einer enormen Entwicklung, muss man einfach auch sagen. Aber es ist für mich einfach wichtig, dass man eine eigene Identität hat und ich denke, dass das bei mir auch der Fall ist. Ja, also von daher ist es immer schwierig, sich mit irgendjemandem zu vergleichen. Deswegen man will seine eigene Philosophie, seine eigene Idee von Fußball umsetzen und dann ist es immer am besten, weil dann weiß man, okay, was man macht. I guess everyone has his own signature, his own character and identity, and this is what I think also. It's tough to compare to different people, but I think that I have my own character, my own identity, and this is very important for the team and for the squad. You know, football is a very old sport, so we don't have to reinvent football. Everyone knows everything about football, but it's very important that everyone has his own character and his own identity. Then last row, please. So, die erste Frage ist, geht nicht an meine Position, sondern die muss an Jogi Löw gestellt werden. Wenn ich das andere, muss ich nochmal kurz
Ah, Testspiel, genau. Testspiel, ja. Testspiel ist einfach, wir haben uns überlegt, weil es natürlich auch sehr viele Mannschaften hier sind, aber wir wollten einfach auch jede Trainingseinheit nutzen, um einfach Automatismen auch einzuspielen. Und wir haben genügend Spieler dabei, um auch hier ein Spiel machen zu können und 10 gegen 10, also oder 11 gegen 11. Also von daher war das eher, ich sag mal, im Fokus gestanden, dass wir hier jede Trainingseinheit nutzen, um letztendlich auch die Dinge einzustudieren. For the second question, I guess we have enough players here. Yes, we thought also about a test game, a friendly game with other clubs, but I think we want to focus more on our training sessions, and we have enough players here. We can play, you know, 10 against 10 or 11 against 11. For the first question, I'm not the right person to answer this question. Maybe you should address it to Jogi Löw. Machen wir die letzten fünf Fragen bitte, Marc Gabel. Die Situation letztes Jahr war, glaube ich, 6 Punkte Rückstand auf Dortmund um diese Zeit, jetzt sind es 4 Punkte Rückstand auf Leipzig. Wenn so ein bisschen so den Spirit oder die Angriffslust vergleichen, kann man das vergleichen im Vergleich zum letzten Jahr? Wie positiv stimmt sie so die Angriffslustigkeit innerhalb der Mannschaft? First question, can you tell us about the situation of Lucas? Second question, last year around this time also you were behind in the Bundesliga, behind Dortmund, around 6 points behind. Tell us a bit about the spirit of the team this year. Can we compare both periods this year and last year? Ja, bei Lucas ist es so, dass er gestern das erste Mal gelaufen ist. Zuvor war das immer gewichtsreduziert. Das ist alter Chi, nennt man das, ein Laufband, wo einfach das Gewicht rausgenommen wird. Und gestern gelaufen. Und er wird, soweit es geht, also bei den taktischen Dingen mitmachen, wenn man, ich sage mal, das einfach eher so in einer Form machen, wo er sich bewegen kann. Ja? Also wird kein Mannschaftstraining jetzt aktuell schon mitmachen können, aber zumindest bei den taktischen Dingen wird man ihn mit einbeziehen. Es ist einfach jetzt wichtig, dass er Fortschritte macht, aber wir müssen das wirklich behutsam auch machen. Was die Mannschaft betrifft, das ist, ja, ich habe das schon in den 7, 8 Wochen, wo ich jetzt Trainer bin, einfach auch gesehen, dass die Mannschaft, sie will einfach auch Erfolg haben. Und die Mannschaft hat, das können Sie mal glauben, den Willen, wirklich das Ganze wieder umzubiegen und am Ende der Saison vorne zu stehen. Wir wissen alle, dass es eine schwierige Aufgabe gibt, aber wir haben die Qualität dazu und wir werden alles tun. Wir müssen natürlich auch hoffen, dass Leipzig den einen oder anderen Punkt oder das eine oder andere Spiel liegen lässt. Also da müssen wir gucken, dass wir einfach mehr Punkte holen als sie. Möglichst 5 Punkte, dann sind wir da, wo wir sein wollen. Aber ja, es sind einfach Dinge, die jetzt die nächsten Wochen zeigen müssen. Und die Mannschaft ist einfach bereit, das merke ich. Sie ist sehr konzentriert, auch hier in den Trainingseinheiten. Und also von daher sind es Grundvoraussetzungen, die mir wichtig sind. I think the group, the squad is ready for the rest of the season, and I can feel that they really want to be successful. They're working very hard, showing and delivering a great performance. Of course, we hope that RB Leipzig will leave the one or the other point in the coming games, but our team is very focused, working hard during the training sessions. Regarding the first question to Lucas, Lucas just came back. He's taking part of the tactical part of the training sessions, and as soon as he gets 100% fit, he'll also participate in the remaining parts of the training sessions. Torben, nochmal. Ist Lewandowski realistisch für Hertha BSC Berlin und wie sieht es bei Coman aus, der ja richtig informiert bin, erst vor kurzem die Schiene auch erst wegbekommen hat? Also ist auch Coman realistisch für Hertha oder kann man das schon definitiv ausschließen? Ich will nichts ausschließen, aber es ist eher so, dass wir davon ausgehen können oder müssen, dass das vielleicht nicht klappt. Aber bei Kingsley ist es natürlich enorm wichtig, dass er einfach einen guten Aufbau hat, dass er topfit auch ist und das ist auch unsere Verantwortung, dass es so ist. Also ich will keine Spieler, die nicht hundertprozentig fit sind, dann auch spielen lassen. Das ist einfach meine Einstellung und was Robert Lewandowski betrifft, ist es so, dass er ein absoluter
ja, Vollprofi ist. Ja, er bereits jetzt schon vorher hat keine Probleme. Also von daher sind wir da eher optimistisch. Aber wir müssen alles abwarten, wie die Entwicklung letztendlich ist. Er hat zu Hause Top-Bedingungen, deswegen haben wir auch darauf verzichtet, dass er hier mit hergeht, weil er da auch noch nicht ganz bei der Mannschaft dabei sein konnte. Deswegen reicht es, wenn er dann wir am 14. zu Hause wieder trainieren, dass er da mit dabei ist. I think for the rest of the season, every single player is very important for us. Kingsley, of course, we want him to be top fit, and the same applies to Lewandowski. Lewandowski is a great player and a very influential player. And of course, we want we don't want to take any risk and to put on the pitch any player who's not fit. So we want always to make sure that all the players on the pitch are fit for competition. Dann die letzten beiden Fragen bitte, Philipp Nagel. You've been so far coach until Christmas, and then you'll be coach until summer. Do you enjoy being with Bayern Munich, working together with the guys? Also man hat gewisse Ziele, aber ich denke mal, es ist immer gut, wenn man ohne Erwartung in diesem Business seinen Job macht oder reingeht. Und für mich war das auch nicht vorherzusehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich glaube, ich bin ganz gut gefahren, auch den Fixpunkt dieser mal Winterpause jetzt halt mal anzunehmen. Und da mich voll konzentriert mit meinem Trainerteam. Jetzt ist es so, dass bis zum Sommer das Ganze ist und ich bin da vollkommen relaxed, wirklich vollkommen relaxed, weil es macht mir definitiv Spaß und man muss einfach auch sagen, Bayern München ist ein Top-Verein, die haben so viel Power, es macht wirklich Spaß, wieder für diesen Verein arbeiten zu können. Und deswegen warten wir einfach mal ab, was die Zukunft bringt, und wir müssen versuchen, dass wir die Spiele dementsprechend auch spielen, dass wir einen guten Fußball zeigen, erfolgreichen Fußball zeigen. Das ist unsere Aufgabe als Trainerteam, und dann gucken wir einfach, was sich entwickelt. Of course, I enjoy every single moment with Bayern Munich. When you start the job, of course, you have good objectives, but you cannot have big expectations. The most important for us is to deliver on the pitch, to show good football, to show good performance, and I'm happy with the players, with the environment, within the team and the club. Manuel Bunke, hast du öffnet? Dann beschließ auch. Bei Mika, also das haben sie sehr gut erkannt, muss man einfach sagen. Er ist am Ball sehr, sehr stark, technisch stark und gutes Spielverständnis. Mika hatte einfach auch letztes Pech, dass er zu diesem Zeitpunkt, gerade in Endphase der Rückrunde, dass er verletzt war. Sonst hätte er mit Sicherheit das ein oder andere Einsatz oder den einen oder anderen Einsatz bekommen. Deswegen muss man einfach abwarten. Wir versuchen, dass wir ihn dementsprechend aufbauen. Und er zeigt es im Training. Er kann da gut mithalten. Deswegen wird sich einfach die nächsten Wochen einfach entscheiden, wie seine Entwicklung weiter ist. Wir werden alles genau beobachten, so wie mit den anderen jungen Spielern auch. Aber er hat natürlich schon gerade im Ballbesitz enorme Qualitäten. Mika is a great young player. He's unlucky to be injured at this moment, but we hope to have him as soon as possible. But as I said, he's an important player for us, the same as the rest of the young players and the team. So we hope to see him 100% fit as soon as possible. Dann vielen Dank. Viel Stoff, viele Informationen. Danke, Hansi. Danke euch. Schöne Zeit hier und Dankeschön, Ramon. Okay, dann. So, tschüss. Ciao, ciao.